Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir öffnen heute das erste Mal Packs auf diesem Kanal. Wir haben durch die Forschbesteller, durch die Hall of Fame Version 100.000 VC. Mit dem Pass haben wir noch, dem Hall of Fame Pass haben wir noch VCs dazu bekommen. Das heißt, wir haben genug für eine 10er Box plus noch einzelne Packs. Die werden wir öffnen. Ich glaube, es waren am Ende 14 oder 15. Ich kommentiere nach. Das nur als Info, das heißt, es ist nicht die gleiche Reaktion bei einem geilen Pull, wie wenn es jetzt wirklich live passiert. Aber das ist gar kein Problem. Bisher hat es auch mal ganz gut funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Packs rein. Wir haben Full Throttle Packs. Da haben wir die Chance auf einen LeBron James, auf einen Russell Westbrook und auf weitere Diamantspieler. Ich glaube, Alperen Şengün ist auch mit dabei, den würde ich super gerne ziehen. 99.000 VC für 10 Packs. Mal gucken, was drin ist. Auf geht die Reise. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da drin ist. Erstes Pack ist nichts. Alexander Saar, der Rookie von den Washington Wizards, der, mal sehen, wird irgendwann nochmal eine bessere Karte bekommen. Aber diese Karte wird auf gar keinen Fall spielen. Pack Nummer 2 ist Jimmy Butler. Die Ruby-Karte kann ich auf jeden Fall für ein bisschen was verkaufen. Auktionshaus ist mittlerweile freigeschaltet. Das heißt, alles, was wir jetzt ziehen, ein Polo Klay Thompson, können wir auf dem Markt verscherbeln, wenn wir es nicht gebrauchen. Das würde ich jedem als Tipp mitgeben, während wir hier Smaragd Jalen Suggs ziehen. Die Sachen, die ihr nicht braucht, verkauft die erstmal. Wenn ihr es Auktions habt, verkauft die, weil ihr braucht die im Tief, um euer Team zu verbessern. Wenn ihr im Park spielt, dann braucht ihr nur eine Karte. Wenn ihr 5 gegen 5 spielt, braucht ihr 5 und so weiter und so fort. Ich würde aber immer versuchen, eine gute 10er-Rotation mindestens aufzubauen. In Pack Nummer 7 haben wir eine Saphir-Karte und das ist Evan Mobley von den Cleveland Cavaliers. Wir versuchen weiter unser Glück und ziehen im 8. Pack wieder nur eine Smaragd und eine Goldkarte, Draymond Green. Alles bisher nicht zu gebrauchen, bisher absolut schwach. Wieder eine Saphir-Karte und da ist Domantas Sabonis. Letztes Pack von diesem Boxline, wer auch immer, ist wieder eine Ruby-Karte. Paolo Banchero, das ist wirklich ernüchternd gewesen. Wir machen alles, was doppelt ist, direkt auf Auktionshaus und machen weiter. Gut, wir gehen jetzt nochmal in Einzelpacks rein. 11.250 VC für ein Pack war schon immer so, hat sich nichts getan. Nur manchmal hat man bei den Singles ein bisschen mehr Glück, das war jetzt keins. Kate Cunningham in der Saphir-Version bringt uns alles nichts. Nächstes Single-Pack, wieder kein Shake, kein guter Spieler, wieder Evan Mobley, der muss direkt aufs Auktionshaus. Nächstes Single-Pack, wir haben nicht mehr viel Möglichkeiten, wir brauchen jetzt langsam Glück. Und hier ist der erste Shake in NBA 2K25. Wir haben sogar eine Ruby-Karte dabei, wir machen es ganz spannend, decken zuerst alle anderen Karten auf. Der Ruby ist Jaylen Brown, der ist auch überhaupt nicht gut. Und dann ist es ein Amethyst, leider nur kein Diamant, kein Pink Diamond. Mal gucken, wer es ist. Amethyst, Western Conference, 85 Freiwurf. Und jetzt sehen wir das Logo. Es ist von den Phoenix Suns, Kevin Durant in der Amethyst-Version. Das ist gar nicht so schlecht, weil wenn mein Free Agent Kevin Durant ausläuft mit seinen 25 Spielen, dann habe ich meinen Amethyst Kevin Durant, der immerhin den Kevin Durant-Faktor bringt. Wir haben noch ein Pack, das öffnen wir jetzt auch noch, bevor wir dann das Opening abschließen. Ist nichts drin und es ist Lonzo Ball. Rip in Peace, seine Karriere. Mal gucken, ob er dieses Jahr wie geplant zurückkommt. Das war... Schreibt mal in die Kommentare, war das erfolgreich oder war das nicht erfolgreich? Das waren jetzt 145.000 VC. 1.000 VC bleiben mir noch übrig, also 144.000. W, N oder L für dieses Pack-Opening. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Kevin Durant an sich, auf jeden Fall ein W. Ah, was mit dem Rest für den Preis? Bin gespannt. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.